Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu Ostriff. Dankeschön fürs Dasein, danke, dass ihr einschaltet. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ich freue mich auch sehr, dass ich gerade Zeit finde, das Spiel wieder zu spielen, denn ich bin zurzeit sehr im Stress. Deswegen fallen noch ein paar andere Titel derzeit aus. Nicht, dass ihr euch wundert, warum zum Beispiel Emia zurzeit nicht mehr kommt. Warum andere Spiele übersprungen wurden oder schneller beendet wurden. Das lag jetzt alles daran, dass ich wirklich, wirklich zeitliche Probleme habe und ich da nicht so groß was dran ändern kann zurzeit. Das wird sicher bald wieder möglich sein, dass mehr kommt. Ja, aber ich denke, so kann ich euch zumindest mit dem Spiel hauptsächlich erstmal versorgen oder mit den beiden Spielen versorgen, die euch auch am meisten Spaß machen. Das wären in dem Sinne hier, wie ihr seht, Ostriff. Und im anderen Sinne zum Beispiel Empires of the Undergrowth, welches euch ebenfalls zurzeit sehr viel Fun bereitet. Und mir natürlich auch, weil sonst würde ich es ja nicht spielen. Fakt ist aber auch, dass ich euch gerne mehr zeigen würde von anderen Titeln. Das klappt. Ach ja, Mensch. Das klappt zurzeit nicht so gut. So, ja, und das, sorry dafür. Ich weiß aber, dass, ihr wisst ja, ich bin immer sehr ehrlich, sehr offen mit Community-Arbeit und allem drum und dran. Wenn ihr spezielle Fragen habt, manchmal zu Videos oder ich dann nicht auf jeden Kommentar direkt antworte, dann könnt ihr auch gerne im Discord vorbeikommen, also an alle Ostriff-Verrückten. Schaut euch auf den Discord vorbei, entweder unten in der Beschreibung ist ein Chat verlinkt, müsst ihr ein bisschen kurz gucken, eine Zeile seht ihr dann chatten oder mitchatten oder Discord-Chat in der Nähe vom Unterstützungs-Link, glaube ich, ist das. Muss ich nochmal gucken. Oder ihr geht auf die Hauptkanalseite und da habt ihr oben rechts ganz viele Links und dort könnt ihr auch dann auf den Discord-Server klicken. Da steht, glaube ich, jetzt mitchatten oder sei mit dabei. Das ist so dieses lila, violette, lila Chat-Symbol. Da findet ihr im Übrigen auch den Upload-Plan bei den gleichen Links. Seht ihr immer, wann die Videos kommen. Genau, so sieht's aus. Und da können wir auf jeden Fall auch mal privat quatschen, wenn ihr Lust habt, wenn es mal zeitlich bei mir passt, dass ich dann auch im Chat dabei bin. Viele in der Community kennen mich dadurch schon. Dort wird im Übrigen auch bald dann abgesprochen, wann ich ein Community-Treffen mal machen möchte. Würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr da dann mit von der Partie seid. Okay, es wurde unter anderem angesprochen, dass ich hier oben doch mal ein paar Bänke bauen sollte, damit die Leute, wenn sie hier oben arbeiten, auch eine, ja, auch sitzen können. Da habt ihr absolut recht. Völlig richtig. Und da die jetzt hier hinter lang gehen, jetzt einmal hier eine Bank. Dann gehen die ja. Hier rein. Bis hier. So. Und haben wir jetzt hier Bänke, haben ein kleines Eingangstor in ihrer Farm und da können sie dann sich dementsprechend auch mal ausruhen. Es wurde gefragt, ob ich die Gebäude vorstellen könnte. Das mache ich unheimlich gern. Wir haben hier unterschiedliche Kategorien unten. Das habt ihr ja schon gesehen. Unter anderem Haus, das sind diese typischen Villager-Häuser, das sind diese hier. Die manchmal auch anders dargestellt werden. Also manchmal hat man dieses, manchmal hat man ein kleines Dach davor. Da hat man die Fenster. Doch, hier sind sie, glaube ich, gleich angeordnet. Die haben aber hier oben was anderes drauf. Also eine kleine andere Textur wurde benutzt. Links Holz, hier mal nicht Holz, links Holz. Ich glaube, es gibt diese zwei. Ah, dann gibt es auch eins, was überdacht ist, wie hier. Eins mit so einem Dach. Ich glaube, es war das gleiche wie hier, ne? Ich guck mal. Ja, war das gleiche. Hier ist auch schön überdacht. Ja, so sieht's aus. Dann gibt es die nächste Kategorie Wasser. Dort haben wir einmal den Brunnen, das ist der. Und wir hätten eine Plattform. Die sieht, rein theoretisch würde sie so aussehen. So, da können die Leute auch hingehen und sich dann Wasser abschöpfen. Sieht im Grunde dann so aus wie der Steg hier. Dann hätten wir den größten Reiter. Nee, zu dem größten Reiter kommen wir zum Schluss. Wir haben unter anderem Religion. Da haben wir zurzeit ein Grab. Eins. Ein Grab. Da würden noch Kapellen, denke ich, dazu kommen, wie auch hier abgebildet. Es gibt den Punkt Health. Da kommt schätzungsweise in der Zukunft dann alles, was mit der Gesundheit zu tun hat. Also vielleicht normale Ärzte, vielleicht Leute, die Kräuter sammeln und, und.
Es gibt den Punkt Education, also Bildung. Ich rechne mit einer kleinen Schule, vielleicht lehrende Personen, die einzelne Kinder haben. Vielleicht geht Education auch in Richtung, dass sich da so eine Art Kinderkrippe, dass sich auch um Kinder gekümmert wird, was vielleicht sogar in Verbindung mit der Religion dann steht. Da bin ich sehr gespannt. Wir haben den Punkt Dekoration, das habt ihr schon gesehen. Also wir haben Zäune, unterschiedliche Zäune. Wir haben so einen. Wir hätten einen etwas größeren. Dann hätten wir diesen. Haben dann die Tore. Also einmal dieses Tor. Einmal das kleine Tor. Dann diesen Baum. Ein Busch, den ich gerne öfter mal gesetzt habe. Eine Birke. Auch hübsch. Wir könnten Cottonwood. Wie heißen die nochmal? Ah, fällt mir gar nicht ein, aber sie sehen dann so aus, wenn sie wachsen. Pine Tree, das ist dieser hier, also es ist ein, ja, was ist das? Feige. Und halt die bekannte Bank. Dann gibt es den Reiter Government, da gab es die Town Hall. Diese haben wir hier schon errichtet. So sieht die aus. Ich schätze, dann kommen, also es ist ja eigentlich wie so ein Rathaus, dann werden auch noch andere Bereiche kommen. Die Town Hall kümmert sich auch noch um die Arbeitskräfte, weil im Moment baut halt alles auch die Siedlung. Ja? Also es ist nicht so, dass jetzt hier eine Baufirma arbeitet, sondern wird durch die Siedlung beauftragt und gebaut. Deswegen werden die Arbeiter auch in der Town Hall sozusagen ansässig. Ich rechne noch mit weiteren. Vielleicht gibt es auch irgendwann ja Recht und Ordnung, dass so eine Art Sheriffhütte oder ja, mal gucken. Trade und Transport. Nächste große Kategorie. Wir haben einmal dieses Gebäude hier. Nicht, das ist ein Heulagerungsgebäude. Das sieht so aus. Oben zwischen den Hölzern wird dann das Heu eingelagert. Dann gibt es die Granary. Das ist Nahrungslager. Das ist dieses hier. Dieses Gebäude. Dann ein Warenhaus. Das ist dieses Gebäude. Wir haben den Trading Post, sprich ein Handelsgebäude, dieses große mit Turm, was ihr auf einigen Bildern schon gesehen habt. Es gibt den Marktstand, wo wir hier Fisch und hier Kartoffeln verkaufen. Es gibt das Cart Parking, also sprich ein Lagergebäude für Karren. Das ist sowieso mal eine Produktion, die, glaube ich, gut wäre. Das ist mal ein Gebäude, was wir, glaube ich, haben sollten. Was ich zum Beispiel hier hinsetzen könnte. Schauen wir mal von oben rauf. Das Spiel ist im Übrigen performant immer noch nicht überarbeitet. Das heißt, es ist so, dass es trotz einer, ich habe eine neue Grafikkarte, trotz einer starken Grafikkarte in manchen Perspektiven dann nicht mehr so gut läuft. Aber wir kommen doch immer auf sehr hohe Frames. Neben dem Kart Parking gibt es zum Schluss die Brücke. Und die würde dann so aussehen. Der nächste Reiter ist der größte. Das wäre unter anderem hier oben links hätten wir den Förster. Den haben wir hier gebaut. Das ist der Förster. Wir hätten die Farm. Die steht auch hier schon an dieser Stelle mit Feldern, die dazu dann in der Farm angesetzt werden. Es gibt die Windmühle. Später dazu mehr. Es gibt einen ja, Bauernhofbereich für Hähnchen. So ein Hähnchenstall. Hühnchenstall. Hähnchenstall. Hühnerstall. Wir kommen danach zum Stall an sich für Kühe. Ganz simpel gehalten. Für Schweine haben wir auch was. Das ist dieses Gebäude. Hier werden Schweine gezüchtet und dann auch schlussendlich zum Schlachter gebracht. Der Schlachter sieht so aus. Kein großer Unterschied zu anderen Gebäuden, außer mit der Laderampe. Danach gibt es jetzt noch die Tannery. Die Tannery ist, ich glaube, die haben wir hier unten, haben wir die irgendwo schon gebaut. Also im Grunde wird das Schwein, was geschlachtet wird, die Haut vom Schwein, wird unter anderem zur Tannery gebracht. Das ist der, wie nennen wir ihn mal? Er verarbeitet Leder, um daraus Mäntel herzustellen.
und andere Waren. Gerber? Ich glaube, ein Gerber. Es gibt den Heutrockner. Also, das ist eine Holzkonstruktion, wo recht feuchtes Heu, Gras dann draufgelagert wird und es wird getrocknet und schlussendlich kann das dann den Tieren gegeben werden, um zu essen. Der Carpenter, das ist der im Grunde Handwerker, der alles herstellt für Karren, zum Beispiel Transportkarren. Da werden bestimmt andere Fahrzeugtransportmöglichkeiten noch hinzukommen. Anschließend gibt es die Holzkohle und den Schmied. Das ist die Holzkohle, hier wird sie eingelagert. Und das hier ist der Schmied. Der arbeitet da hinten, sieht man gar nicht, hier so dann an der Heizstelle und produziert Nägel und Metalle, ja, Produkte. Anschließend gibt es Clay Pit, also sprich Lehmgrube. Hier fördern die Arbeiter Lehm hervor. Ich gebe den Taylor und den Weber, das ist auch wichtig, denn wenn wir hier Hanf anpflanzen, landet das schlussendlich beim Weber. Der macht aus Hanf dann Stoffe. Diese landen dann hier beim Schneider, der macht daraus Kleidung. Das sind diese beiden Gebäude, ich zeige die nochmal. Kann man auch nebeneinander setzen. Geht visuell ineinander über. Okay, es gibt noch den Schuhmacher und die Thatchery. Der Schuhmacher sieht so aus, ein kleines Gebäude, nutzt auch Leder, Lederwaren, um Schuhe herzustellen. Ich drehe es mal für euch. Auch simpel gehalten, sehr schön. Und dann gibt es das Gebäude hier, was wir hier gesetzt haben. Sammelt auch Gräser am Wasser, trocknet diese, damit wir daraus die Dächer herstellen können. Ganz zum Schluss gibt es noch Oil Workshop, also Ölgewinnung, aufgrund von Nutzung von Sonnenblumen. Recht groß. Ölherstellung bringt auch viel Geld. Dann gibt es den Bootsmacher. Das ist dieser hier. Und es gibt den Fischer. Das ist dieses Gebäude. Das sind so die derzeitigen Produktionsgebäude. Jetzt habe ich euch mal alles vorgestellt. Und wir schauen jetzt uns im Spiel mal an, wie weit wir hier jetzt sind. Wir können hier sehr bald dann auch ernten, denke ich mal. Hier oben, ist auch schon gut gewachsen, die Kartoffel. Sehr wichtig, weil wir allgemein natürlich Nahrung brauchen. Und die Sonnenblume, ja, ich bin gespannt. Hier ist Weizen, wächst ganz schwach nur, wird nicht viel zutage kommen. Leider, leider. Wir brauchen halt sehr bald dann Finanzen, Geld, denn es schwindet. Zwar langsam, aber es schwindet. Und ich hoffe halt darauf, dass wir sehr bald dann, ja, dass wir sehr bald uns, was macht sie jetzt? Ah ja. Ich hoffe, dass wir sehr bald mit mehr Geld dann auch mehr Häuser bauen können, mehr Jobs haben und. Ich entferne jetzt die guten Frauen mal aus und die Herren mal aus der Farm. Weil es wächst ja auch ohne die. Die können dann mal etwas transportieren. Unter anderem können sie sich um die Holzkohle kümmern. Und vielleicht sollten wir, ich guck mal kurz, wie geht's unseren Karren? Ah, die reichen noch bis zum Winter. Dann können wir bald auch können wir uns bald auch darum kümmern, dass wir neue Karren haben oder die drei zumindest erstmal reparieren. Holzkohle wird aufgetürmt, endlich, sodass dass wir wieder Holzkohle haben für Nägel. Auch praktisch. Das wächst fleißig, reif ist noch gar nichts. Ja, wunderbar.
Im Moment gibt es hier den Punkt, dass wir halt mehr beobachten. Also wir warten auf die Felder, wir warten auf den Bau von dem Kartparking, weil wir einfach mal ja mehr Karren produzieren können. Und wir haben endlich wieder etwas Holzkohle. Ich bin schon fast gewillt, etwas mehr Holzkohle. Etwas mehr Holzkohle herzustellen. Das heißt, auch hier bitte einlagern. Viele Leute gehen jetzt hier rein, werden Holz raustransportieren, hier hinten hinbringen, hoffe ich zumindest. Schön, wie ihr das Holz dann in den Karren legt und den nutzt. Und hier wird dann alles aufgebahrt. Ich hoffe nicht, dass es hier irgendwann noch so wird, dass. Ja, also was hoffe ich nicht? Also ich sag's mal nicht so, sondern ich hoffe, dass Ostrov so viel Realismus wie möglich zeigt. Und zu der Zeit gab es auch Hexenverbrennung und das wäre übel. Da habe ich ein bisschen Schiss vor, ob er so weit geht. Dass auch irgendwann, dass der soziale Charakter hier eine Rolle spielt. Okay, noch mehr Holzkohle. Wunderbar. Das Ding ist gleich fertig, kann abgeerntet werden, dann kann der Schmied wieder arbeiten. Wie sieht es hier aus? Wachstum, Reife noch nicht eingetreten. Hier auch noch alles soweit okay. Hier die Kartoffeln. Oh ja, auch gut. Das große Feld an Hanf. Weizen, ein bisschen erkennt man ihn schon leicht. Gut was gewachsen. Hier auch Kartoffeln. Hier die Sonnenblumen. Da bin ich sehr gespannt. Die können wir auch solo verkaufen. Würde sie natürlich gerne dann zu Öl verarbeiten. Ja, der Holzfäller hat hier schon gut gerodet. Holzmangel haben wir einfach nicht. Reicht völlig aus im Moment. So, jetzt ist hier gleich die Holzkohle fertig. Ich spule mal einen Ticken vor. So. Jetzt sehen wir sie hier oben. Und die wird jetzt abtransportiert. Schätze ich. Ja. Wie ihr seht, wird der Korb gefüllt, nicht nur einer. Und wird einerseits zum Schmied gebracht und andererseits auch ins Lager. Hier unten. Hier bringen die Leute auch Holzkohle rein, sehr gut. Und jetzt hier zum Schmied, sodass dieser auch anfangen kann zu arbeiten wieder. Der stellt dann wieder Nägel her, diese werden genutzt für die Gebäude. Unter anderem für den Brunnen, der hier entstehen soll, weil er da besser hinpasst als genau in der Mitte. Es gibt noch kein Feuer, es gibt noch keine Katastrophen. Ich glaube, dass Katastrophen wie Pest, Feuer, Gewalttaten einhalten werden ins Spiel. Und das finde ich sehr gut. Oh ja, der Reifegrad kommt. Das heißt, wir müssen gleich die Leute in die Bauernhöfe schicken. Ja, die Reife ist überall gleich, wie ich sehe. Die nimmt sich nichts. Und wir werden in der nächsten Folge dann die große Ernte haben. Und ich hoffe, dadurch dann auch ein bisschen Kleidung herstellen können, die wir dann verkaufen werden. Da bin ich mal gespannt. Also den nächsten werde ich erst dann rausschicken, wenn wir einiges an Kleidung hergestellt haben. Wir haben Gott sei Dank hier viele Arbeitsplätze. Das heißt, sobald alles geerntet ist, schicke ich die Leute hier in die Kleiderherstellung. Das sehen wir im nächsten Video. Ich bedanke mich bei euch. Ich hoffe, euch geht's gut weiterhin. Und ich würde einfach mal sagen, bis bald. Ich suche mal eine schöne Farmperspektive. So. Bis bald. Und ja, haut rein. Tschüss.